Ihr hört die Campus Show mit Laura. Sie beschreiben sich selbst als einen Mix aus Casper-ähnlichem Rap, fjordmäßigem Post-Hardcore und der Melancholie eines Cellos. Eine wilde Kombi, könnte man denken. Am 22. Januar kam ihr Debütalbum raus namens Zweifel. Und jetzt ist der Sänger Jojo der Band Sperling hier bei mir zu Gast in meinem Zoom-Raum. Hallo Jojo. Hallo Laura. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Ist es dein erstes merkwürdiges Zoom-Interview oder hast du das jetzt schon öfter durchgeführt? Nee, überhaupt nicht. Das habe ich jetzt schon öfter durchgeführt. Ich komme immer noch nicht so ganz klar. Ich bin überhaupt nicht technikaffin und gerate immer wieder in Schwierigkeiten. Aber seit das Album draußen, es war ja mit Treffen nicht viel. Ja. Und gerade so viele Interviews finden halt in Städten statt, die sehr weit von uns weg sind. Wir kommen aus dem Hunsrück, aus Rheinland-Pfalz. Und da sind die meisten großen Städte ziemlich weit weg. Und deswegen fanden alle Interviews und Podcasts eigentlich auch alle über so Geschichten hier statt. Ja, das heißt, du bist mittlerweile schon ein bisschen dran gewöhnt. Ja, genau. Nehmen wir mal an. Ja. Ja. Ja, cool. Ja, erstmal zu euch. Sperling ist erstmal so ein Name, man denkt an einen kleinen Singvogel. Wer steckt dahinter? Wer sind die Köpfe hinter Sperling? Ja, wie gesagt, wir sind fünf Jungs aus dem Hunsrück und das ist in Rheinland-Pfalz etwa eine halbe Stunde, lass es eine Dreiviertelstunde sein, weg von Koblenz. Und wir sind fünf Jungs, die Musik machen. Wir machen Post-Hardcore mit Rap verknüpft, so ein bisschen Indie-Elemente sind noch dabei. Und ja, genau, der Name Sperling kam eigentlich daraus, dass wir unseren Namen ändern wollten und haben so ein bisschen gebrainstormt quasi. Und der Name Sperling war irgendwie einer der ersten Begriffe, die irgendwie im Raum standen. Und dann haben wir hin und her überlegt und haben auch ein paar andere ausprobiert für zwei, drei Tage. Die haben uns aber alle nicht so gefallen. Und wir sind immer wieder zum Sperling zurückgekommen. Und es gibt eine ganz interessante Geschichte. Und zwar ist der Sperling kein Zugvogel. Das heißt, er fliegt nicht in den Süden, wenn es kalt wird, sondern bleibt quasi hart aus, bis es wieder wärmer wird. Und das fanden wir irgendwie ein ganz schönes und passendes Bild zu der Musik, die wir machen, die auch eher bitter kalt ist als schön warm. Irgendwie auch Heimat verbunden zu der Geschichte, von wegen nicht wegfliegen, dort bleiben, wo man ist. Ja, also wir sind zumindest zum großen Teil noch hier, beziehungsweise unsere Treffen finden immer noch regelmäßig hier statt, aber inzwischen sind wir auch, beziehungsweise die anderen Jungs, eigentlich bin ich immer noch ziemlich nah zu Hause, aber gerade die anderen Jungs, die dann zum Studieren gehen, die sind dann auch in ganz Deutschland so ein bisschen verteilt, aber hier ist halt so ein bisschen die Heimat und hier kommt man auch immer wieder zurück, weil unser Proberaum ist hier und fast alle Live-Sessions und Videos und so entstehen hier und genau deswegen ist das so der Ort, an dem man sich immer wieder begegnet. Ja, cool, spannend. Ja, zu euch, was ihr noch so neben der Musik macht, wollte ich später auch noch was fragen. Jetzt hattest du gerade gesagt, ihr hießt mal anders. Was war denn der erste Name? Beim ersten Namen war so ein bisschen das Problem, dass wir da nicht so ganz, wie soll man sagen, dass wir uns so ein bisschen weit... Ich kann es gar nicht beschreiben, ohne geschmacklos zu wirken. Sagen wir einfach, der Name war nicht gut und hat nicht zu uns gepasst und hat war einfach nicht der richtige für uns. Und deswegen haben wir uns davon verabschiedet und sind auch sehr froh drum. Okay, na gut. Ja, cool. Dann würde ich jetzt gerne aufs Album mal zu sprechen kommen. Das ist ja euer erstes Album. Zweifel. Du hattest eben schon gesagt, es klingt auch eher so düster vom Namen. Man denkt ernst, nachdenklich in die Richtung. Gibt es da irgendwie ein Leitthema? Kannst du mal sagen, worum es ungefähr so geht? Also hat es überhaupt so ein grobes Konzept oder ist jeder Song eine eigene Story? Also der Name für das Album Zweifel, der stand auch schon relativ schnell im Raum, als die Lieder dann fertig recorded waren. Und wir haben das deshalb so genannt, weil der Zweifel sich quasi als Thema so durch jeden Song zieht irgendwie. Also jedes Lied hat nochmal einen eigenen Schwerpunkt. Also ich schreibe ja die Texte, ich schreibe sehr persönliche Texte, alles, was so in meinem Umfeld passiert und wie ich damit umgehe und was in meinem Kopf so vor sich geht. Und genau, der Zweifel findet sich irgendwie doch in jedem Song irgendwie wieder. Ob das Zweifel an sich selbst ist oder an seinen Entscheidungen oder an seinem Umfeld oder an was auch immer oder an der Zukunft oder... Irgendwas findet man immer, woran man irgendwie zu beißen hat, so ein bisschen. Und ja, das ist so das Thema, was sich so durch das ganze Album zieht. Und dementsprechend ist es halt eher melancholisch, eher traurig, eher schwer.
als irgendwas, was man mal an einem schönen Herbsttag bei einem Spaziergang hören würde. Mhm. So. Zweifel sind ja auch, ist auch ein Thema, was jetzt gerade in der Corona-Zeit besonders auch nochmal hervorkommt. Zukunftsängste, Zweifel, wie lange schaffe ich das noch, allein in meiner Wohnung zu hocken? Spielt das ein bisschen in das Album mit ein? Also hast du die Texte auch teilweise in der Corona-Zeit geschrieben? Nee, das Album ist tatsächlich schon vorher entstanden. Das war 2019, Mitte 2019 schon fertig und wurde, also es war eigentlich schon vorher fertig. Die Lieder hatten wir wirklich schon lange in petto irgendwie und 2019 wurde es dann aufgenommen. Also es hat, Corona hat damals noch keine Rolle gespielt. Da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Okay. Und für aktuelle Projekte ist es das, also du schreibst ja wahrscheinlich auch weiterhin Songs jetzt im Moment oder ist das was, was dich jetzt auch beschäftigt? Ja, das natürlich schon. Also ich wollte ja eben noch ein bisschen so über Hintergründe fragen und was wir so neben der Musik machen. Das passt aber ganz gut. Ich bin Altenpfleger und gehe deshalb noch arbeiten. Also ich hab Gott sei Dank nicht mit dem zu kämpfen, womit viele andere gerade zu kämpfen haben, nämlich mit dem, mit ihrer Arbeit und ob sie noch arbeiten gehen können. Allerdings merkt man da auch natürlich gerade in so einem Beruf auch viel, was Corona so mit den Leuten anstellt und was so hinter den Kulissen alles so ein bisschen schief läuft und das spielt natürlich schon eine Rolle. So, also es ist, ich bin jemand, der ganz gerne mal allein ist, so. Von daher habe ich mit dem Lockdown an sich eigentlich nie viel Schwierigkeiten gehabt, so. Ich kann ganz gut Zeit mit mir selbst verbringen und es gibt ja auch viele Möglichkeiten, mit denen man irgendwie trotzdem Kontakt halten kann, so. Und durch die Arbeit komme ich dann doch regelmäßig raus, aber es ist natürlich was, was es mit den Menschen auch in meinem Umfeld macht und das uns gerade einfach alles ein bisschen erschwert, so. Unsere Live-Auftritte fallen weg und so. Und genau, von daher spielt das natürlich immer auch mit rein, ja. Und also du bist Altenpfleger, das ist echt spannend zu erfahren, was auch, also man sieht immer so die Menschen aus Bands, in Videos, etc. Man weiß gar nicht, was dann noch sonst abgeht im Leben. Wie sieht es denn bei den anderen aus? Seid ihr alle schon so im Berufsleben? Du hast eben gesagt, ein paar studieren auch. Genau, also Josh, unser Schlagzeuger, studiert Schlagzeug an der Pop-LP in Mannheim zum Beispiel. Mhm. Der Luca, unser Cellist, ist jetzt gerade mit seinem Studium fertig. Der hat Musikwissenschaften studiert und Malte und ich, also der Gitarrist und ich, wir arbeiten, genau. Mhm. Und wie kriegt ihr das alles dann so unter einem Hut? Ihr wohnt ja nicht alle hier mehr, hattest du auch eben gesagt, also ihr seid wahrscheinlich in unterschiedlichen Städten. Wie schafft ihr das dann, alle regelmäßig zu eurem Proberaum zu üben und so weiter? Ja, also dazu muss man sagen, dass die kreativen Prozesse gerade gar nicht so viel stattfinden. Also es ist gerade nicht so, dass wir viel am Musik, neue Musik schreiben sind. Das machen wir auch. Das machen wir aber eher im kleinen Kreis, dass man sich mal zu zweit oder mal zu dritt trifft. Das kann auch schon passieren. Dann nimmt man sich eben mal ein Wochenende Zeit, so auch wenn die Zeit natürlich knapp ist. Aber gerade passiert einfach sehr viel Organisationskram, so was das nächste Jahr so passiert, was so die nächsten Monate laufen wird und so. Man muss halt irgendwie einen Ersatz finden für die Tour, die natürlich weggefallen ist. Und von daher reicht es da auch, wenn man sich über Zoom und so trifft. Ist natürlich einfach gerade schade, dass man sich nicht wirklich sehen kann. Aber genau, so den Kram kriegt man schon geregelt. Und wie gesagt, so die Base ist immer noch hier und hier kommt man dann auch immer wieder irgendwie hin zurück. So. Okay. Ja, cool, dass ihr das so irgendwie hinbekommt. Was wäre das denn für eine Tour gewesen? Also war alles, stand alles schon fest und dann wurde es kurzerhand abgesagt? Ja, also wir hatten schon feste Dates, wir hatten schon weitestgehend feste Venues auch und genau, es war eine Herbsttour geplant und im Sommer auch eine Festivaltour war im Gespräch und ja, genau. Aber die Festivaltour wurde dann nicht mehr geplant, so, war dann im Herbst klar, dass es letztes Jahr nicht mehr stattfinden kann, dieses Jahr nicht mehr stattfinden kann. Mhm. Und ja. Genau. Aber wir warten ab, wir bleiben hoffnungsvoll und wir wollen auf jeden Fall noch eine Tour zum Album nachholen. Aber wann und wie das sein wird, weiß man noch nicht. Okay. Da sind wir auf jeden Fall gespannt. Wäre Trier denn als Tourstopp eine Option für euch? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, cool. Müsst ihr euch mal gucken, ob da nicht auch da was geht hier in Trier. Ja. Könnten wir auf jeden Fall mal bisschen musikalische Unterstützung und Konzerte und Kultur gehen wir auch alle gerne hin. Ja, wollen wir gerne mehr von sehen. ja, jetzt wollte ich nochmal zurück zur Musik kommen. Ja, also ich habe mir da auch mal so ein paar Lieder angehört. Also euer Song
Baumhaus hat mittlerweile schon 85.000 Klicks bei Spotify, meine ich. Und dann die zweite Single, die rauskam, war Mond. Und da habe ich auch dann gemerkt, was für einen Fokus ihr auch auf die Texte legt. Also du hast eben gesagt, du schreibst die Texte. Ich war selber sehr begeistert, weil ich fand, es war lyrisch, also ihr seid sehr lyrisch, benutzt viel sprachliche Bilder. Ihr vergleicht euch ja selber mit Fjord Casper. Durch die Texte habe ich fast mich erinnert gefühlt an Max Prosa ein bisschen, aber auch durch so die Dynamik, mit der du das so vorträgst, also so ein bisschen mit Betonung spielst. Da denkt man sich so, wer schreibt sowas? Und man würde wahrscheinlich nicht denken, dass hier ein Mitte-20-jähriger junger Mann hinter sitzt. Du hast ja schon angedeutet, dass du da auch persönliche Dinge mit verarbeitest. Wie findet man da so eine Grenze? Wie viel will man preisgeben und wie geht man dann damit um? Oder wie ist dein kompletter Textschreibeprozess, wenn du das so ein bisschen beschreiben kannst? Also erstmal vielen Dank, ich fühle mich geehrt. Und die Songs entstehen eigentlich relativ unterschiedlich. Also früher war es so, dass ich immer einen fertigen Text mit in die Probe gebracht habe und darauf dann die Musik geschrieben wurde. Inzwischen ist es oft so, dass Malte zum Beispiel eine fertige oder eine halbfertige Demo mitbringt und ich dann überlege, was passt so ein bisschen dazu. Und ich finde das so ein bisschen einfacher, weil wenn man Musik hört, ist man sofort in einer gewissen Stimmung drin. Und dann kann man so anfangen, in seinem Kopf ein bisschen aufzuräumen und zu sortieren, okay, was ist gerade los, was beschäftigt mich gerade. Und oft ist es so, dass wenn mich ein Thema akut wirklich beschäftigt oder irgendwas passiert, dann schreibe ich mir meistens irgendwie einen Satz auf, der mir dann in den Kopf kommt oder so. Und den lasse ich dann auch erstmal in Ruhe für manchmal Wochen, manchmal Monate auch, bis ich dann irgendwann wieder Bock habe, daran weiterzuschreiben. Und dann läuft es auch meistens darauf hinaus, dass der komplette Song dann fertig geschrieben wird. So. Das ist so ein bisschen mein Schreibprozess von der technischen Seite her. Und was den Inhalt angeht, ist es, wie gesagt, das, was mich privat so ein bisschen umtreibt immer. Und jetzt hast du als Thema zum Beispiel den Song Mond genannt. Das war ein Song, da hatte ich den Text schon vorher. Und der ist dann in der Probe, hat dann der Max, unser Bassisten, eine Melodie gespielt, die so gut dazu gepasst hat, dass noch in der Nacht der Song quasi fertig geschrieben wurde. Und da war es schon ein bisschen Herausforderung für mich, wo ich auch überlegt habe, ob ich den Song überhaupt veröffentlichen will, ob ich den Text überhaupt zeigen will, weil der jetzt schon sehr persönlich ist. Und ich glaube, man muss da irgendwie einfach für sich selbst eine Grenze festlegen, okay, bis hierhin ist es okay und da auch nicht weiter so. Mhm. Und ich finde es immer interessanter, wenn jemand was Persönliches von sich in den Song oder in den Text steckt. Ja, genau. Und wie gesagt, wie weit privat das Ganze dann gehen muss, ist dann jedem selbst überlassen. Für mich ist es immer noch ein bisschen Ventil irgendwie, erstens um ein bisschen den Kopf zu sortieren und frei zu bekommen, das darüber schreiben irgendwie, weil man nochmal eine andere Perspektive darauf bekommt. Auf der anderen Seite finde ich es auch immer ein bisschen einfacher, eben in diesen Metaphern oder Bildern zu besprechen. Mhm. Da hat man nicht das Gefühl, man gibt jetzt alles von sich preis, sondern man deutet es oft nur so an und gibt halt irgendwie ein Thema vor, was gerade los ist. Aber da müssen dann halt keine privaten Details rein, von mir aus. Ja, finde ich echt cool, dass du da auch so ein Ventil für deine eigenen Gedanken mitgefunden hast. Ja, voll. Ja. Auch cool als Tipp, so wenn man selber, ich fand auch, was du eben gesagt hast, mit sich selber keinen Druck machen, also dass du dir erst einen Satz aufschreibst und dir auch dann nicht den Stress machst, du musst jetzt sofort einen Song draus machen, sondern das vielleicht auch erstmal ruhen lässt. Ja, das funktioniert. Cool. Funktioniert bei mir auch meistens nicht. Also wenn ich mich hinsetze und sage, okay, jetzt schreibst du einen Text, jetzt schreibst du einen Radio-Hit, so, das wird meistens überhaupt nichts. Kommt meistens am besten nichts innerhalb von 5 Minuten. Ja, so. Genau. Ja, cool. Ja, jetzt nochmal zum Mond. Ich habe mir auch das Video angeschaut und das fand ich auch echt super gemacht. Wer hat das denn gezeichnet? Also zur Info, das ist so ein Animationsvideo mit echt schönen, ja, sehr schön gezeichnet, das eine Geschichte erzählt, da wollte ich gleich auch noch mal drauf kommen. Aber erstmal, wer hat euch da unterstützt oder ist einer von euch da auch künstlerisch begabt? Nee, also von uns niemand so, dass wir das hätten machen können. Sven Entwehen heißt der Gute, der uns das Video gemacht hat. Der ist auch selbst Musiker, macht aber eben auch viel mit Grafikdesign und eben so Zeichengeschichten.
Und dem haben wir unsere Musik geschickt und haben dem einfach, beziehungsweise das Lied geschickt, weil wir irgendwie fanden, dass ein Animationsvideo super zu dem Vibe von dem Song passt und zu der Stimmung, die es irgendwie transportiert. Und uns war es da, uns hätten nichts eingefallen, was irgendwie Schauspieler hätten verkörpern können oder was wir mit Performance-Teilen irgendwie verkörpern können. Das hätte nicht so ganz zum Song gepasst. Und deswegen haben wir uns da relativ schnell darauf geeinigt, dass das so ein Animationsvideo sein könnte. Und dem haben wir den Song geschickt und der hat uns dann ein paar Wochen, ein paar Monate später einen ersten Entwurf geschickt und es war einfach genauso, wie wir uns das irgendwie vorgestellt haben. Eine Cool. mystische Geschichte in irgendwie coolen, interessanten Farben. Auch eine düstere Geschichte natürlich, passend irgendwie zu der Stimmung. Und ja, genau, es hat einfach super gut gepasst. Ja, und das Video erzählt ja auch eine Geschichte. Da habe ich mich gefragt, ist die Geschichte kongruent mit der Geschichte, die du mit deinem Text erzählst? Ja, also ich finde es schon, also um die Geschichte so ein bisschen zu erklären, es geht eben um diesen Bären, der im Wald ja die Vögel jagt und tötet letztendlich und sich die Federn von denen klaut. Und am Ende stellt sich eben raus, dass er sich die Federn anklebt, weil er damit zum Mond fliegen will. Er sieht halt die Vögel und sieht, wie hoch die fliegen und er sieht jede Nacht den Mond und will dahin und versucht daran dahin zu fliegen und so ein bisschen Icarus-mäßig dann eben vorher abzustürzen natürlich. Und das finde ich deswegen passt so gut zu dem Song, weil erstens natürlich wegen dem Mond an sich, aber es geht in dem Song um eine Trennung, um das Gefühl nach einer Beziehung, wenn man anfängt, das zu verarbeiten und seine Rolle irgendwie da drin zu finden. Und da fand ich es irgendwie passend, dieses Bild von verzweifelt irgendwo hinkommen wollen oder irgendwo sein wollen, wo man nicht hingehört. Und wenn man das versucht, wenn man so verzweifelt versucht, da trotzdem hinzukommen, dann kann es passieren, dass man abstürzt. Und so, das war irgendwie das, wie sich danach diese Beziehung angefühlt hat, irgendwie zu versuchen, was zu erzwingen, was eben einfach nicht funktionieren konnte und dann am Ende dann irgendwie gescheitert ist auch. Wow, das Ja. ist sehr schön und sehr deep. Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Also vom Text schon, aber vom Video jetzt, wo du es erklärst, macht es mega Sinn mit dem Mond. Ja. Da ist mir noch am Ende ein Detail aufgefallen, das ich auch sehr spannend fand, dass dann, nachdem dieser Bär die Vögel getötet hat und der Bär stirbt ja dann selber, wenn er da versehentlich abstürzt, fliegen die Vögel vorbei, also die Vögel der gleichen Art, und bringen ihm eine Blume, sozusagen, so als ob man jemandem eine Blume ans Grab bringt, was ein bisschen wie so Ja. eine wie so eine verzeihende Geste ja ist. Wie bringst du das in den Kontext der Story? Naja, das war so ein bisschen das Ende. Also ich könnte nie sagen, dass die Beziehung, um die es da geht, dass die böse geendet ist, sondern eigentlich sind wir im Guten auseinandergegangen und irgendwie, wenn man denn dafür emotional in der Lage ist und auch irgendwie erwachsen genug ist, so dieses danach Freunde bleiben, so das kann halt irgendwie teilweise doch funktionieren, so und es war danach irgendwie alles gut und man hat sich so die Fehler gegenseitig so ein bisschen verziehen und genau, ich fand es ein schönes Bild deswegen, weil ich es irgendwie so gesehen habe, dass die Vögel genau wissen, dass der Bär nicht anders konnte, dass es keine böse, dass der Bär nicht gedacht hat, ich habe jetzt Lust, alle Vögel zu töten, weil ich Vögel nicht mag, sondern dass er halt dieses Ziel hatte, so ich will dahin, wie soll es sonst gehen? So, dann muss man eben das machen, was er gemacht hat. Und dass die Vögel, dass sie das verstehen und ihm damit verzeihen und ihn dann am Ende dann doch irgendwie betrauern, dass es dann doch so schief gelaufen ist, das Ganze. Fand ich einfach einen schönen Abschluss und noch so ein bisschen Hoffnung, obwohl der Bär dann doch gestorben ist am Ende, dass es dann doch noch irgendwie ein Verzeihen gibt. Cool. Ja, jetzt macht es alles mega Sinn. Ich finde es gerade mega cool, weil ich es mir heute angeguckt habe und jetzt macht es alles total Sinn. Ja, So. cool. Dann guckst du dir gleich nochmal an. Vielleicht Ja, fallen dir noch mehr Sachen auf. dann weine ich. Nee, alles gut. Ja, cool. Auch danke, dass du diese Geschichte mit uns teilst. Ich meine, das ist ja auch intim und persönlich. Und ja, finde ich cool. Zum Genre nochmal. Also ich fand es auch schwer zu definieren. Auch diese Kombination aus Post-Hardcore, dann eher so Sprechgesang, also Rap. Dann habt ihr noch ein Cello mit drin, so ein bisschen klassisch, auch Indie-Töne. Was ist das für ein Mix? Wie seid ihr dazu gekommen? Habt ihr den selber entwickelt? Und so, erzähl mal ein bisschen, wie sich das so rauskristallisiert hat.
Ja, also es hat, glaube ich, so angefangen, dass also diese unterschiedliche oder diese ungewöhnliche Konstellation, die ist irgendwie von alleine entstanden, weil wir haben uns teilweise zumindest in der Schule kennengelernt und haben da schon angefangen, irgendwie Musik zusammen zu machen und haben uns dann den Rest der Band, quasi den Gitarristen und den Bassisten danach so ein bisschen nachträglich dazugeholt, würde ich mal sagen. Und der Luca, der Cellist, war eben von Anfang an irgendwie Teil unseres Freundeskreises irgendwie, der halt zusammen mit uns Musik gemacht hat und er hat eben Cello gespielt. Und wir haben uns dann nie was bei gedacht, dass es jetzt irgendwie das Alleinstellungsmerkmal von uns sein sollte oder so, sondern es war halt irgendwie, wir haben uns halt so gut verstanden und zusammen Musik gemacht, dass das Cello eben dann dabei war. Also wenn er jetzt Klarinette gespielt hätte, dann wäre es dann eine Klarinette geworden am Ende. Und der unterschiedliche Mix kommt, glaube ich, einfach aus den Richtungen, aus denen wir kommen. Also ich komme halt sehr aus dem klassischen Rap irgendwie. Und der Malte zum Beispiel und der Josh, der kommt dann eben aus dieser Post-Hardcore- oder Indie-Richtung so, und der Luca kommt eben aus dem Klassischen und bringt dann eben diese klassischen Töne aus dem Cello eben irgendwie mit. Und daraus entstand eigentlich dieser Mix. So, also es ist irgendwie so ein bisschen von selber entstanden. Und natürlich die Musikbeispiele, die du auch eben schon genannt hast, so Vergleiche wie Heiskalt oder auch Casper oder Fabian Römer oder Fjord oder so, das hören wir immer wieder. Und das ist auch vollkommen berechtigt und wir fühlen uns da auch super wohl, so in dieser Schublade mit denen zu sein. Und genau, man wird ja immer auch irgendwie inspiriert durch die Künstler, die man eben hört. Und jeden dieser Künstler feiern wir auch irgendwie untereinander. Und das kommt natürlich immer wieder ein bisschen mit rein, aber so irgendwie entstanden ist das irgendwie von uns raus dann schon. Ja. Gibt es denn noch irgendwelche musikalischen Vorbilder, die jetzt noch nicht gefallen sind, mit denen man euch vielleicht auch nicht direkt vergleichen würde? Naja, also da kann ich jetzt hauptsächlich für mich sprechen. So, wir teilen uns zwar immer wieder so ein bisschen Musik, aber gerade aus diesem klassischen Rap würde ich tatsächlich Casper irgendwie und vor allem Fabian Römer irgendwie mit nach vorne packen. Lance Butters ist noch ein Rapper, den ich sehr, Dem, sehr gern ja, habe. den finde ich auch mega cool. Ja, weil er eben auch so diese krasse Düsternis irgendwie hat und diese absolute Coolness, die da irgendwie mit reinfließt. Genau, das Genetik finde ich auch noch gut. Die haben auch viele gute Sachen, Samy Deluxe und so. Also es gibt schon einige gute Leute, die ich schon lange, lange höre und bestimmt ist von jedem so ein kleiner Teil mit drin irgendwie. Ja, cool. Also ja, ist auf jeden Fall was Cooles draus geworden, kann man sagen. Ja, danke. Ist es denn, also wenn du mich jetzt noch einmal kurz auf die Reise mitnimmst von eurer Bandgeschichte, kann man sich das so vorstellen, dass ihr dann einfach alle irgendwie aus einer Schule kamt, so der Klassiker, wir chillen zusammen, musizieren ein bisschen, experimentieren ein bisschen rum und dann irgendwann fällt allen auf, ach, das hört sich ja eigentlich ganz gut an, oder ist es anders abgelaufen? Also angefangen hat es anders. Da waren, wie gesagt, Luca, Josch und ich auf einer Schule zusammen. Und wir haben bei so einem Musikprojekt mitgemacht vom SWR und haben in dem Zug dann irgendwie was einstudiert, so, sozusagen. Und haben dann gesagt, also, ey, wir verstehen uns gut und das klingt irgendwie cool, was wir hier gemacht haben. Und wir haben irgendwie Lust, weiter zusammen Musik zu machen. Und Josch hatte eben wir hatten durch Josch den großen Vorteil, dass wir einen Proberaum hatten. Joschs Papa hat nämlich schon Musik gemacht in diesem Proberaum und hat sich im Keller so ein Räumchen, so ein schallisoliertes Räumchen irgendwie eingerichtet. Und da haben wir uns dann immer getroffen, ein paar Mal die Woche und haben irgendwie einfach zusammen Musik gemacht. Damals hatten wir noch einen Akustikgitarristen, der dann irgendwann gesagt hat, okay, jetzt reicht's mir auch. Der hatte dann andere Pläne so ein bisschen. Und wie gesagt, Josh hatte dann vorher noch eine Band, das war irgendwie während der Schulzeit schon, und hat damals mit Malte und Max eben zusammen in einer Band gespielt. Und die haben wir uns dann, als unser Gitarrist damals weg war, haben wir uns die quasi nach und nach mit in die Band geholt. Ja, und so ist das entstanden. Und dann auch erst, also erst als wir auch in dieser Fünferkonstellation zusammen waren, ist auch erst dieser Sound entstanden. Also vorher war das auch alles noch so ein bisschen so ein Rumgehampel, irgendwie so ein akustisches Rumgehampel. Und genau dadurch entstand dann erst irgendwie dieser Sound in der Kombination. Ja, cool. Und wie lange habt ihr dann noch zusammen dran rumgewerkelt, bis dann das neue, also bis ihr euer erstes Album dann letztendlich dieses Jahr rauskam? Oder bis ihr es aufgenommen habt? Naja, also wie gesagt, 2019 haben wir es aufgenommen, 2020 kam es dann raus. Nee, 2000. Was haben wir für ein Jahr? 2021.
Oh Gott, oh Gott, das ist eigentlich schon, das gibt es nur in Corona-Zeiten, dass man sogar jetzt das Jahr vergisst. Ja, absolut, das ist wirklich so. Ich bin komplett auseinander. Ich habe wirklich nichts erlebt. Nee. Aber ich glaube, das war mein Fehler. Ich war, glaube ich, so, ich glaube, ich habe die ganze Zeit auch irgendwie gesagt, dass das, also nochmal zu klarstecken, dass das letztes Jahr rausgekommen, das Album. Ja. Ja. Aber ich hätte jetzt auch einfach weitergeredet, wenn du nicht so ein bisschen die Augen verdreht hättest, so, hä, was redet der da eigentlich? Ich glaube, ich meinte mich selber mit meinem Augen verdrehen eher. Achso, okay. ja, genau, wo waren wir? Wir waren gerade da. Genau, ich wollte eigentlich wissen, wie lange ihr quasi noch zusammen geprobt habt, bevor ihr dann ernsthaft überlegt habt, ein Album aufzunehmen. Ja, genau. Genau, 2019 haben wir aufgenommen und seit 2013, haben wir, glaube ich, angefangen und 2015 dann in der Besetzung quasi richtig losgelegt. Also so 4 Jahre. Mhm. Und dazwischen kamen nur noch mal 2 EPs, die wir auch veröffentlicht haben. Und genau, und dann haben wir, also wir hatten die Songs jetzt für das Album auch schon wirklich eine längere Zeit und ja, haben das dann aufgenommen und jetzt veröffentlicht. Ja, cool. Ja, du, das war es jetzt eigentlich auch schon mit dem kleinen Interview. Ich würde dir nochmal das letzte Wort geben, ob du unseren Hörern irgendwas mitgeben möchtest, wo man euch finden kann, Updates und wo man das Album anhören kann. Ja, also es gibt, uns findet man natürlich auf allen Social Media Kanälen, einfach nach Sperling oder Wir sind Sperling suchen, auf Instagram, auf Facebook, wo auch immer. Musik gibt es natürlich auf Spotify und auf Deezer und Apple Music und wo auch immer ihr am liebsten streamt. Genau, auf unserem YouTube-Kanal gibt es unsere Musikvideos und noch viele anderen Kram, so Live-Sessions und so. Genau, und wir haben ein Band-Handy. Das heißt, wenn man Lust hat, irgendwie, es ist so ein kleiner Chat, den der Luca macht und dann immer wieder News, auch ein bisschen bevor die halt auf Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden, gibt es da diese Nummer in unserer Bio auf Instagram, die kann man sich einspeichern, dahin den Namen und die Postleitzahl schicken und dann schicken wir da immer so ein bisschen privaten Content auch rum und was es so gerade Neues gibt und wie gesagt, so ein paar Pre-Save-Links gibt es da zum Beispiel und ein paar Sachen eben, bevor die veröffentlicht werden für die Leute, die halt Bock drauf haben, das schon ein bisschen vorher zu kriegen, so, die können dann halt da gerne mitmachen. Kostet nichts, muss man nur die Nummer einspeichern für. Ja, cool. Genau. Und ansonsten halt den Kopf hoch, bewahrt euch die Hoffnung, es kommen bessere Zeiten. Auf jeden Fall. Ja, ja, cool, dann danke ich dir sehr, dass danke du dir, auch. Dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und dann mach's mal gut. Ja. Bis bald, hoffentlich in Trier. Du auch. Bleib gesund, genau. Wir sehen uns, wenn wir in Trier spielen.